Nach 8 Jahren aktiver Arbeit bei den Grünen steht für mich fest, Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit geht nur zusammen bei den Linken. Mein Name ist Barbara Schlemme. Ich bin 8 Jahre bei den Grünen aktiv gewesen, Ortsverband gegründet, 5 Jahre Stadträtin, seit 2021 Stadtverordnete, sogar Fraktionsvorsitzende. 2021 bin ich auch in den Kreistag Vogelsberg als Grüne gewählt worden. Aber dieses Jahr wurde es mir zu viel. Zu viele gebrochene Versprechen der Grünen. Klimapolitik, Verkehrspolitik und dann in der Sozialpolitik. Wir haben immer zusammengearbeitet, gegen die Jahr 49. Und wir lassen uns hier von diesen Wiesbaden der Grünen nicht missbrauchen. Wir haben hier gewonnen, obwohl es euch gibt. Das wird ein Schuh draus. Kein Flughafenausbau sollte gemacht werden. Was passiert? Flughafenausbau. Kein Bau der A49. Wir stehen hier vor dem Bau der A49. Keine weiteren Autobahnen. 23 Autobahnen wurden jetzt von Tarek Al-Wazir unterschrieben. Lützerath sollte nicht fallen. Was ist gefallen? Lützerath. Und diese Autobahn hinter mir ist symptomatisch für das gesamte Problem. Hierfür wurden ein FFH-Gebiet durchquert, ein Natura 2000-Gebiet zerstört und wir stehen hier in der Wasserschutzzone 2. Dort hat man 30 Meter tiefe Pfeiler in unsere Grundwasserkörper gebohrt. Hier haben Grüne alles aufs Spiel gesetzt und verraten, was sie jemals in ihrem Programm als wichtig deklariert hatten. Seit ich ausgetreten bin, werde ich von den Grünen geschnitten. Das finde ich ein interessantes Demokratieverständnis. Zum Beispiel hat Tarek Al-Wazir in einer öffentlichen Veranstaltung letztlich mir nicht mal gestattet, eine Frage zu stellen, weil ich ja nicht mehr bei den Grünen bin. Barbara, es tut mir jetzt wirklich leid. Wir haben 2 Jahre lang in unserer Partei darüber diskutiert. Danach hast du dich entschieden, bei uns auszutreten, für die Linken zu kandidieren. Deswegen, Entschuldigung, du jetzt nicht, alle anderen schon. Heute bin ich umso froher über meine Entscheidung, weil ich jetzt Klimaschutz und Systemfrage zusammendenken kann. Ich bin der Meinung, dass unser Wirtschaftssystem dringend sozial gerechter werden muss und sozial-ökologisch umgebaut werden muss, damit es wirklich ein Gemeinwesen für alle ist. Deshalb jetzt in Hessen links wählen. Die Linken sind grüner als die Grünen.